Hallo und herzlich willkommen zurück zu Persona 4 Golden. Wir sind in unserem Klassenzimmer. Der Unterricht ist vorbei, aber wir müssen immer noch warten, dass Nanako sich im Krankenhaus erholt. Wir können sie noch nicht besuchen. So. Ich sehe schon, der Sportsclub möchte wieder Zeit mit uns verbringen. Du willst wissen, wo man solch seltenes Material Metall findet? Nee, ich weiß das, aber ich habe dafür jetzt momentan keine Zeit. Tut mir leid. So. Jo, Oniko, auf dem Weg zum Training. Du spürst, dass ich deine Beziehung zu Daisuke noch nicht vertiefen kann. Gehst du heute Nachmittag zum Fußballtraining? Nee, tut mir leid. Ja, ich weiß. Tut mir wirklich leid. So, wir gucken mal, ob der Rätselkönig eventuell ein neues... Ja, hat er. Er hat ein neues Rätsel für uns. Jo, was geht? Ich habe ein paar Rätselkracher für dich. Was? Meine Prüfung? Ja, ich bin nahe dran, das Handtuch zu werfen. Aber ich kämpfe weiter. Sorry, war gelogen. Ich habe schon aufgegeben. Aber das wollte ich meinem Rätselbro nicht so sagen. Muss mir wohl einen Job suchen, aber ich kann diesen Afro nicht deswegen opfern. Jahrelange sorgfältige Pflege kontra einträgliches Arbeiten. Schwere Entscheidung. Aber jetzt ist Rätselzeit. Gib alles. So. Ist das eine Herausforderung? Auftrag angenommen. Nummer 55. Rache des Rätsel-Senpais. Zeit für den nächsten Super Bowl der Logik. Es geht wieder um Kategorien. Unsere alten Buddies Gruppe A und B sind wieder da. F ist in Gruppe A. G in Gruppe B. N ist in Gruppe A. A-J-K-L-M-N-O ist in Gruppe B. In welche Gruppe wird wohl P rutschen? Theoretisch Gruppe A, oder? A, B, C, D, E, F. Es könnte aber auch Gruppe B sein. A, B sind in Gruppe A. C und D in Gruppe B. E und F Gruppe A. Ja, da machen wir mal Gruppe B. Vielleicht hat er immer, dass zwei in Gruppe A sind und die nächsten folgenden beiden in Gruppe B. Ach ja, was haben die Buchstaben in dieser Gruppe denn gemeinsam, Bro? Sie sind symmetrisch. Es sind Konsonanten. Ich glaube nicht, dass das eine Rolle spielt, wie sie geschrieben werden. Ich nehme mal, sie sind symmetrisch. Boah, du hast es vermasselt. Üble Sache. Solltest dein Gehirn etwas auslüften. Na toll. Na toll. Ich möchte das mal einmal erleben, dass ich beim Rätselkönig das gleich beim ersten Mal richtig habe, ohne irgendwo mal in die Lösung zu schauen, ja. So, da hinten steht... Ach, wie heißt sie? Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Das Idol. Risei, genau. Senpai, ich möchte zu Nanako-chan. Ich will ihr Gesicht sehen. Oh, tut mir leid. Für dich muss das noch viel schmerzhafter sein als für mich. Hm, kann ich irgendwas für dich tun? Oh, ich hab's. Lass uns ausgehen. Wie klingt das für dich, na? Sie möchte uns aufheitern. Ja, natürlich machen wir das. Zeit mit Risei verbringen. Wohin sollen wir gehen? Risei freut sich. Ja, ich mich auch. War ja klar, wieder eine Imbissbude. Susei Daigaku, du bist mit Risei hier, die sich schon aufs Essen freut. Was soll ich nehmen? Vielleicht sollte unser Laden sowas auch mal anbieten. Ein Ganmo-Kebab. Klingt doch gut. Oder Tofu-Kroket? Hm. Sieh mal an. Das ist doch Risei-chan. Oh, Sie sind doch der stellvertretende Bürgermeister. Guten Tag. Ich habe in den Nachrichten von dem Film gehört.
Du weißt nichts davon? Aber du kennst doch Kanami, oder? Kanami Mashita. Sie dreht ganz in der Nähe einen Film. Ich hoffe, sie stattet Inaba bei dieser Gelegenheit auch einen kleinen Besuch ab. Vielleicht könntest du sie ja fragen? Ich habe mit diesen Leuten nichts mehr zu tun. Wie viele Leute kommen da eigentlich? Wir haben hier in der Gegend doch kaum Übernachtungsmöglichkeiten. Oh, ich weiß. Die Filmcrew kann im Gasthaus Amagi übernachten. Das muss ich gleich mit dem Manager besprechen, mit dem ich vorhin geredet habe. Hallo? Oh, Risei-chan, wie schön, dich zu sehen. Was willst du? Ich bin hier, um mir den Drehort genauer anzusehen und wollte bei der Gelegenheit auch mit dir reden. Ich möchte es nämlich noch einmal von dir persönlich hören. Steht es wirklich fest, dass du nicht wiederkommen möchtest? Ich... Nein, ich werde nicht wiederkommen. Verstehe. Gut, dann ist das halt so. Dann kann ich mich jetzt auf meinen neuen Job konzentrieren. Ich bin jetzt nämlich Kanami Mashitas Manager. Erinnerst du dich an die Filmrolle, die dir angeboten wurde? Kanami hat sie nun bekommen. Wir werden sie jetzt groß rausbringen. Ich bin mir sicher, dass sie genauso beliebt sein wird wie Zed. Nein, sogar noch beliebter. Ja, nun kannst du denn aber auch abhauen, ne? Also, das interessiert uns alles nicht mehr. Verstehe. Nur ist Kanami noch etwas langweilig. Wir müssen sie etwas aufpolieren, damit man sie richtig vermarkten kann. Ja, genau das ist das Problem, ne? Das sind ja dann nicht mehr die Leute. Ihr verändert sie ja so, wie ihr das haben wollt, für die Zuschauer. Ich finde das sowieso immer kacke, ne? Das ist in, auch heutzutage, ja, in ganz vielen Social-Media-Bereichen so. Viele YouTuber und Streamer, die benehmen sich ja anders vor der Kamera für die Zuschauer. Also die sind ja nicht natürlich, ne? Und das Problem an der Sache ist ja, beziehungsweise es ist ja kein Problem, die haben ja Erfolg damit. Ja, also man will das ja nicht schmälern oder so, aber ich für meinen Teil beispielsweise, ich verstell mich ja nicht. Ich bin so, wie ich bin und ich möchte euch hier nichts vorspielen oder so, weil erstmal, man hat auch mal schlechte Tage und du kannst ja nicht immer, ja, du kannst ja nicht immer was vorspielen, bin ich der Meinung, ja. Also, lieber bin ich natürlich und brauche mich nicht zu verstellen, bin ehrlich und ja, ich weiß nicht, also ich halte davon immer nicht so viel. Aber du hattest das gewisse Etwas. Du hast so schnell gelernt und dich angepasst. Hast immer genau das geboten, was gerade nötig war. Und dein Schauspieltalent erst, als hättest du bereits jahrelange Erfahrung. Du hättest Erfolge feiern können, von denen andere nur träumen. Das ist zumindest meine Meinung. Deswegen musste ich es einfach von dir persönlich hören. Also dann, ich wünsche dir alles Gute. Ja, zumindest ist er nett. Pass auf dich auf, ja? Also eigentlich hat er ihm gesagt, bleib gesund. Was zum Donner sollte das? Das ist nicht fair, mir diese Frage stellen und dann solche Dinge sagen. Er hat von all dem nichts erwähnt, als wir noch zusammengearbeitet haben. Schauspieltalent? Wieso sagt er das jetzt erst? Nun ist es zu spät. Risei fängt an zu weinen. Mann, wieso weine ich denn jetzt? Oh. Dafür gibt es doch gar keinen Grund. Es gibt nichts, worüber ich traurig sein müsste. Rein gar nichts. Senpai, ich weiß nicht, warum ich nicht aufhören kann zu weinen. Wein dich ruhig aus. Nein, das geht nicht, sonst sind meine Augen morgen ganz geschwollen. Ich habe alles verloren.
Ich weiß nicht wie, aber ich habe alles verloren. Ich habe Angst und ich bin traurig. Was ist nur los mit mir? Bitte bleib hier. Bleib bei mir. Reese zittert. Doch du bist bereits in einer Beziehung mit einem anderen Mädchen. Du spürst, dass dieser Augenblick entscheidend ist. Es gibt kein Zurück mehr. Sie in den Arm nehmen. Reese bricht in Tränen aus. Wir haben aber auch das gewisse Etwas an uns, ne? Senpai. I have you. Ich habe dich. Ich habe doch dich und all die anderen. Ich habe überhaupt nichts verloren. Ganz genau. There are people who need me, right? Es gibt viele Menschen, die mich brauchen, nicht wahr? Hinter Reeses Tränen erscheint ein Lächeln. Du spürst, dass deine Beziehung zu Reese enger geworden ist. Rang 8. Aber sind wir denn jetzt mit ihr zusammen? Wir haben ja nichts gesagt. Wir haben sie ja nur in den Arm genommen, ne? Der Social Link Reese Kuchikawa hat Stufe 8 erreicht. Deine Macht, Personas des Arcanas Liebende zu erschaffen, ist gewachsen. Die Entwicklung von Reese in Herzensdingen beeinflusst auch ihre Persona. Lied der Kondition gelernt. Was ist das denn? Heilwelle wurde zu Lied der Kondition verbessert. Okay, die TP-Regeneration nach dem Kampf wurde verstärkt. Oh, nice. Auch wenn sie zittert, kannst du diese Wärme spüren. Reeses Wärme spüren. Es gibt jetzt kein Zurück mehr. Du und Reese seid jetzt ein Paar. Wow. I'm going home now. Ich gehe jetzt nach Hause. Du kannst auch jetzt nicht gehen. Sie geht jetzt nach Hause. Ich bin völlig durcheinander. Ich muss in Ruhe über alles nachdenken, über meine Gefühle. Ich will nicht noch mehr verlieren. Bis bald, Senpai. Du verabschiedest dich von Reese und gehst nach Hause. Okay. So, wir sind wieder allein. Wir werden jetzt hier erstmal speichern. Und ja, im Kühlschrank dürfte ja nichts sein. Es geht ja keiner einkaufen. Du hast den Kühlschrank geöffnet. Sieht aus wie immer. Schön. So, ich weiß gar nicht. Wir wollten auch mal gucken, ob wir nochmal im Krankenhaus arbeiten können. Eigentlich müssen wir auch noch zwei Charaktereigenschaften verbessern. Aber wir schauen mal. Ist Samstag. Wo willst du hingehen? Shoppingviertel und dann der Job als Krankenhaushausmeister ist am Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Okay, gut. Dann würde ich sagen, ja, gehen wir wieder nach Hause, ne? Wir haben bestimmt noch ein paar Bücher, die wir lesen müssen können. Und auf dem Sofa lässt es sich bestimmt gut lesen. Shop. Fleiß war das, ne? Dass wir ja noch lernen müssen. So, Fleiß und Verständnis. Haben wir denn einen Job, den wir hier ausüben können, wo wir unseren Fleiß steigern? Das war doch bei Umschlägefalten, ne? Das Falten von Umschlägen ist ein dauerhafter Job, der deinen Fleiß erhöht. Genau, anscheinend steigt dein Gehalt, wenn sich dein Fleiß verbessert. Dann falten wir Umschläge. So, wir haben fleißig, eifrig Umschläge gefalten. Du hast dich still auf diese langweilige Aufgabe konzentriert. Dein Fleiß hat sich erhöht. Nice, ja. Dein Fleiß hat sich von ausgeprägt auf gründlich geändert. Seit du Büroarbeit-Guide gelesen hast, arbeitest du gründlicher. Dein Fleiß hat sich erhöht. Du hast mit dem Falten von Umschlägen 2000 Yen verdient. Ja, immerhin. Ja, was ist das? 5 Euro? Ich habe keine Ahnung. Viel ist es nicht. Heute hast du schulfrei. Du hast alles getan, was du konntest. Im Moment kannst du nur warten, bis Nanako sich erholt hat. Was möchtest du heute tun? Sonntag. Du hast diese Woche noch nichts in der Home-Shopping-Sendung gekauft. Vielleicht solltest du sie dir anschauen. Machen wir auch. Welche Sendung willst du sehen? Ja, Home-Shopping. Na klar. Wir hören wieder den bekannten Slogan.
So, einmal Reisenträger. Die Fähigkeiten schockieren geradezu. Oh mein Gott, ist das nicht unglaublich? Und zu Reisenträger bekommt ihr noch zweimal Diätkost. Alles für 19.800 Yen. Außerdem schicke Schuhe. Oh, das ist jetzt natürlich blöd. Das beliebte Item ist wieder da. Jetzt im Angebot. Oh, und einen roten Kampfanzug gibt's noch obendrauf. Aber Reisenträger haben wir nicht, ne? Ich kann mal nachher gucken, ob wir schicke Schuhe und den roten Kampfanzug schon haben. Aber wir nehmen die Reisenträger-Kombo. So. Alles klar. Wow, alles ausverkauft. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Gut, Ausrüstung. Der rote Kampfanzug, den haben wir. Und die schicken Schuhe müssten ja... Ja, die haben wir auch schon. Also war das eine gute Entscheidung. Alles klar. So. Speichern wir mal wieder einmal zwischen. Ja. Kein Anruf heute, ja. Das ist ungewöhnlich. Bis abends ausgehen. Ja, natürlich. Was sollen wir in der Bude hocken hier? So, hast du wieder ein paar Setzlinge. Daikon-Setzling kaufe ich. Her damit. Und, Mauerpaprika nehme ich auch. Ja. So. In die Stadt gehen, bitte. Ich guck mal zuerst bei Junes. Aber hier steht keiner rum. Dann gehen wir ins Shoppingviertel. So. Marie steht da. Reese auch. You're late. Oh, du bist da. Gehen wir irgendwo hin? Du hilfst mir, mich zu erinnern, ja? Du hast Marie versprochen, ihr dabei helfen, sich zu erinnern. Du fühlst, dass sich deine Beziehung zu Marie vertiefen wird? Ja! Hurry, let's go. Gehen wir. Ob ich mich diesmal wohl an etwas erinnere? Marie kann es kaum abwarten. Du gehst mit Marie an einen Ort, an dem sie zur Ruhe kommt. Bestimmt auf dem Berg. Ach nee, Flussaue. Oder Flussufer. Du bist mit Marie hergekommen. Sie ist nachdenklich. Ich verstehe das nicht. Was soll ich nur tun? Die Frau im Laden meinte, dieser Kamm wäre etwas Besonderes. Sie hat so etwas noch nie gesehen. Sie meinte, er sei alt. Außerdem sagte sie, dass sie so einen Kamm noch nie zuvor gesehen hat. Genau. Was hat sie noch erwähnt? Museum, Galerie, gibt es Fortkämme? Gibt es was? I don't get it. Das ergibt keinen Sinn. Was wollen die mit so etwas? Es sind Antiquitäten. Anti-was? Alte und verstaubte Sachen, meinst du? Oh, vielleicht ja. So wie die ist der Kamm zu nichts gut. Marie ist beeindruckt. Kennst du jemanden, der sich mit sowas auskennt? Wer hier könnte sich mit Kunst und Antiquitäten auskennen? Oh Gott. Ich muss jetzt tatsächlich gestehen, Daidara, Madame Shiroku. Wer ist Madame Shiroku? Das ist die Froschfrau, oder? Also ich nenne sie so, die da abends diese Bar hat. Gehen wir mal zu ihr. Aber gibt es in Shirokus Shop Kunst oder Antiquitäten zu kaufen? Daidara bezeichnet sich selbst als Künstler. Er könnte etwas über diesen seltenen Kamm wissen. Okay, also es ist egal, welche Antwort wir da geben. Du erzählst Marie von Daidara. Es gibt also jemanden, der etwas darüber wissen könnte? Diese Stadt ist voll von seltsamen Leuten. Gut, gehen wir. Vielleicht finden wir etwas heraus. Du beschließt, mit Marie zu Daidara zu gehen. Shoppingviertel, Daidaras Laden. Sowas wird hier angeboten? Wer würde das denn kaufen? Yuki-chan, warte auf mich. Dieses Zeug ist verdammt schwer. Ich wusste es.
Guten Tag, Unikokun und Mari-chan. Was? Sensei, Emi-chan. Oh, sieht aus, als wäre ich da etwas heißem auf der Spur. Und? Und? Und ihr zwei? Oh nein, was soll ich nur tun? Sie haben uns erwischt, Yuki-chan. Ich kaufe gerade Vorräte für das Gasthaus. Unterwegs bin ich Teddy begegnet, also lasse ich ihn jetzt alles tragen. Wow, Yuki-chan hat mich volle Kanne abblitzen lassen. Es liegt noch einiges neben dem Geschäft, aber ich bin jetzt schon völlig überladen. Wer ist das? Wie gemein, Emi-chan. Hast du den kleinen Teddy etwas schon vergessen? Und das, nachdem du mein Fell so ausgiebig gestreichelt hast. Oh, das stimmt. Du hast Teddy noch nie außerhalb seines Kostüms gesehen. Teddy, oh, Herzlichkeit und Fell. Korrekt, so gefällst du mir, Emi-chan. Das muss Liebe sein, die Macht der Liebe. Ja, nicht wirklich. Schon wieder abgeblitzt. Was macht ihr zwei hier? Oh, shoppen nehme ich an. Wir forschen ein wenig nach. Verstehe. Hier? Hey, weißt du, was das ist? Oho, das ist ein ziemlich einzigartiger Kamm. Was ist damit? Wir wollen mehr darüber erfahren. Oh, verstehe. Mir fällt nichts ein, aber... Ich auch nicht. Sowas habe ich noch nie gesehen. Aber er ist hübsch, klein und fein. Ah, deshalb seid ihr also hier. Der Inhaber wirkt aber nicht so, als würde er sich mit Antiquitäten auskennen. Ich wusste es. Ob er überhaupt irgendetwas darüber weiß? Ich bin mir nicht sicher, aber fragen wir ihn doch und finden es heraus. Alles klar, seine Befragung könnt ihr getrost mir überlassen. Hey Kumpel, ich habe ein paar Fragen. An mich? Also wenn es nicht gerade um Kunst geht, habe ich keine Antworten für dich. Weißt du etwas hierüber? Ein Kamm? Ich verkaufe keine Was für eine Schönheit. Erstklassig gefertigt. Ziemlich alt. Und doch kaum Spuren von Abnutzung. Er ist perfekt. Fast schon zu perfekt. Wo hast du den her? Weißt du etwas hierüber? Wir sind für jeden Hinweis dankbar. Nein. Es ist definitiv ein Kamm. Aber ob er nur Schmuck oder Teil eines Rituals war, ich kann nicht mal sagen, wie alt er ist. Verstehe. Immer langsam, junge Lady. Ich könnte dir zumindest sagen, woraus er besteht. Das ist kein gewöhnlicher Bambus. Er ähnelt einer seltenen Bambusart, die in der Shogoku-Region wächst. Aber es ist nicht derselbe? Nein, definitiv kein normaler Bambus. Aber wunderschön. Man könnte meinen, er stamme aus einer anderen Welt. Eine andere Welt? Aus welcher Welt stammt er dann? Das verstehe... Marie hat Schmerzen. Erinnerst du dich an etwas? Nicht jetzt. Mein Kopf fühlt sich an, als würde er platzen. Wow, wow, wow. Warte kurz, junge Lady. Hier müsste irgendwo ein Erste-Hilfe-Kasten sein. Ich werde auch nach einem Mittel suchen. Vielleicht hat dein Nachbar etwas. Warte, Yuki-chan, ich komme mit dir. Und wir sind wieder alleine mit ihr. Was soll das? Was zum... Ich verstehe es einfach nicht. Das macht mich wahnsinnig. Erst erinnere ich mich an etwas und kurz bevor ich es weiß, verschwindet es wieder. Versuch es nochmal. Ich versuch's doch schon, so gut ich kann, aber mein Kopf tut weh. Es macht mich so wütend. Ich kann mich immer noch nicht erinnern. Marie bemüht sich sehr, ihre verlorenen Erinnerungen zurückzuerlangen. Du kannst ihre Ungeduld spüren. Rang 7. Der Social Link Marie hat Stufe 7 erreicht. Deine Macht Personas des Arcanas Aeon zu erschaffen ist gewachsen. Ich gehe nach Hause, mein Kopf tut immer noch weh. Bye.
Nachdem du allen gedankt hast, bringst du Marie in den Velvet Room zurück. Alles klar. So, es ist abends und ich werde die Folge jetzt an dieser Stelle auch erstmal wieder beenden. Wir speichern. Und ja, ich bedanke mich bei euch wieder fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns.